Alles beginnt mit einem Kampf. Die Sharks, eine Gang mit puerto-ricanischen Wurzeln, kämpft um die Hoheit im Viertel gegen die Jets. Die wiederum sehen sich als die echten Amerikaner. Mit der Westside Story gehen die Schlossfestspiele Schwerin neue Wege. Wo bisher Oper auf dem Programm stand, zeigt das Mecklenburgische Staatstheater nun ein Musical. Der Kartenvorverkauf gibt den Machern recht. Mehr als 25.000 Tickets sind für die 24 Vorstellungen bereits ausverkauft. Für die Inszenierung der Westside Story konnte der Schweizer Simon Eichenberger gewonnen werden. Auch sonst kommt das Ensemble sehr international daher. Schweden, Niederlande, Ungarn oder USA. Aus vielen Ländern kommen die Musical-Darsteller nach Schwerin. Es ist eine der wenigen Musicals, wo wirklich so viele Solisten auf der Bühne sind, die im Ensemble verknüpft sind, wo einfach die Anforderungen aller Darsteller fast gleich sind. Nur obendrauf hat da der Bernstein durch die Geschichte noch dann sozusagen diese opernhafte Musik auch noch reingeschrieben. Das heißt, Toni Maria, die sozusagen eher von der klassischen Seite kommen, und das muss man alles ineinander verpacken. Und da kommt man gar nicht drum rum, nicht international zu besetzen. Natürlich obendrauf, wenn man lateinamerikanische Rhythmen hat, braucht man natürlich auch den Look dazu. Also wir können da jetzt in unseren Breitengraden kann man jetzt dann die Puerto Ricaner jetzt glaubhaft nicht darstellen. So viel Farbe haben wir gar nicht. And there's nothing for me but Maria. Every side that I see is Maria. Die Geschichte hinter der Westside Story ist sogar noch viel älter. Shakespeares Romeo und Julia gab die Vorlage. Aus rivalisierenden Familien wurden rivalisierende Gangs. Bernstein hat das Thema nach New York geholt und die Konflikte zwischen Einwohnern und Einwanderern verarbeitet. Ich glaube, man muss jetzt nicht versuchen, das jetzt nochmal rein zu interpretieren, weil die Thematik an sich, die ist so stark gegeben und man als Zuschauer, man tut sich automatisch da reinversetzen in diese Thematik von Wahnsinn. Es war damals so und es ist heute noch so und es hat sich nichts geändert. Und auch unsere Welt, die kaputt ist und zerstört ist oder zerstört werden, immer wieder aufgebaut ist. Dieses Spiel was ist Zerstörung oder was der Mensch eigentlich kaputt macht, mit uns nicht miteinander leben können und dann doch wieder, man versucht es wieder, man baut dann wieder auf, man investiert wieder in Sachen und dann wird es wieder kaputt gemacht. Also es ändert sich nichts und das ist eigentlich bis zum heutigen Tag erschreckenderweise so. Das heißt, irgendwie so ein bisschen mit dem Fingerzeig auf die Gesellschaft und auch auf uns, dass man denkt, warum ändert sich das nicht? Beim Tanz in der Turnhalle, wie natürlich auch Open Air, treffen sich die Gangs auf neutralem Boden. Aus dem Trubel der jungen Leute ergibt sich eine schicksalhafte Begegnung. Toni und Maria, gespielt von Jörn Felix Alt und Mercedes Champay, treffen zum ersten Mal aufeinander. Auch in der Schweriner Inszenierung eine ganz besondere Szene. Dann wird musikalisch auch sehr schön aufgebaut, dass sich plötzlich die Musikstile verschmelzen, ineinander gehen und dann entsteht diese Begegnung auf wie einer anderen Ebene. Also es geht so wie in einen Stillstand eigentlich von diesem Fest. Also das ist ein wahnsinnig rhythmisches, dynamisches Bild vorher und das plötzlich verlangsamt sich und verschmelzt dann in diesen Ruhepol, wo sozusagen der Fokus dann plötzlich von dieser brodelnden Küche auf diese zwei Personen, die sich in dem Moment einfach gerade kennenlernen und eigentlich wirklich Love at First Sight auf die Sekunde verlieben. Und dann bleibt alles stehen und man hört nur noch diesen Cha-Cha als Musik, Zitat sozusagen, für dieses Verliebtheit kennenlernen. Und eigentlich entsteht dann, habe ich jetzt versucht, gerade über die Bewegung, über den Tanz sozusagen dann rüber zu lenken in, weil Tanz ist ja sehr viel Körperlichkeit und Bewegung und dann wird diese Bewegung plötzlich zu fast erotisierende Begegnung auch. Also das wird dann plötzlich emotional und dann merkt man, da passiert was. Und das ist im Prinzip so eine natürlich sehr extreme Schlüsselszene, dieses Kennenlernen, weil auf dem basiert dann nachher der ganze Konflikt. Besucher der Westside Story werden jede Menge bekannte Songs zu hören bekommen. Sie werden aber vor allem ausgefeilte und temporeiche Tanzchoreografien zu sehen bekommen.
Und das auf einer besonders anspruchsvollen Bühne. Vor dem Schweriner Schloss erhebt sich eine Schräge, auf der gespielt, gesungen und getanzt wird. Gerade weil es so viele Tanzszenen sind, auch Kampfszenen, sehr viel Dynamik, sehr viel Gerenne. Es ist ja alles sehr, sehr filmisch ineinander geschnitten. Und das muss man kennenlernen. Aber es ist dadurch, dass man es natürlich macht und probiert, wird das dann geht man dann fast irgendwann blind durch die Gänge, die man dann hat und so weiter. Dass man jetzt eben, ob es jetzt Pirouetten sind oder einfach technische, tänzerische Sachen, ist eine Übungssache. Also es ist schräg und das kann man nicht verhindern. Und es ist gut für uns als Zuschauer, weil es natürlich uns nahe kommt. Es hat eine extreme Präsenz. Es gibt auch unsere Flucht Richtung Schweriner Schloss, was auch natürlich einfach für die Gesamtoptik hilft. Und das kann man aber üben und das machen sie ganz gut. Aber man spürt den Rücken natürlich schon anders, als wenn man auf dem flachen Boden tanzt. Nach der Premiere der West Side Story am 30. Juni folgen 23 weitere Vorstellungen. Alle Infos dazu gibt es unter www.mecklenburgisches-staatstheater.de.